So, willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy 2. Und Moment, das Kabel von meinem Headset stört gerade ein bisschen. So, im letzten Part haben wir die Schwerkraft-Galaxie hier. Wie auch immer sie heißt, Schwerkraft-Chaos-Galaxie. Und wir haben hier tatsächlich schon die silberne Krone. Das heißt, wir haben alle normalen Sterne. Die goldene bekommen wir, wenn wir die Grünsterne sammeln. Das heißt, hier gibt es kein Risikokometen mehr. Und wir gehen in die Wattewolkengalaxie, auch eine sehr, sehr schöne Galaxie. Also ich liebe sie wirklich. Gut, da war kurz ein kleiner Leck, warum auch immer. Wir sind generell gerade jede Menge Lecks. Wie im letzten Part. Ich habe das nämlich immer noch exakt dieselbe Aufnahme. Ja. Ich liebe es. Aber gut. So. Das ist eigentlich unwichtig hier drüben. Was mache ich hier eigentlich? Das ist später wichtig. Da gibt es nämlich noch eine Herausforderung von einem Charakter, den wir auch in diesem Part noch treffen werden. Aber mehr dazu später. So, obwohl, nee, so unwichtig ist das gar nicht. Wir können ja auch jetzt erstmal in diesem Part. Ja, komm, das machen wir jetzt. Ja, den Luma, das ist der erste Level, wo man Münzen sammeln muss. Tatsächlich, ja. So, 10 haben wir. Ich glaube, wir brauchen 30, wenn ich mich nicht irre. Und diese Münzen müssen wir dann dem Luma geben. Ja, diesmal Münzen, keine Sternteile. Deswegen heißt er ja auch Münz-Luma, glaube ich. glaube ich. Aber gut, wir haben hier genug Münzen. Auch diese Gegner geben noch Münzen. Ja, zack. Münzen, die wir auf jeden Fall gebrauchen können, wie schon gesagt. So. Hier auch die, wie heißen die nochmal? Octo irgendwas. Die hier zwei Schüsse statt einem abgeben. Octorox, ne? Ah ne, das sind die von The Legend of Zelda, verdammt. wir haben schon 21, wir brauchen aber 30. Aber hier gibt es auf jeden Fall genug, würde ich sagen. Hier müssen wir dann auch tatsächlich nochmal zurück. Oh mein Gott. So, 24. Nein, hier oben ist nur in der Mission was. Okay, okay. ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, welche Mission. Werdet ihr noch sehen. ah, was? Nein, bleibt da drauf und na, natürlich geht das hier nicht. Ich hab's total vergessen, dass das hier nicht geht. Okay. Dieser Block ist total bescheuert. Da müssen wir halt so hoch. Meine Güte. Und es hat nur noch eine Münze gegeben. Warum? Warum? Egal, hier kommen wir auch zurück, glaube ich. Ja, genau. Da unten ist zwar ein schwarzes Loch und ich habe jetzt absichtlich das nicht aktiviert, ne? In weiser Voraussicht, falls wir hier runterfallen. Okay, wir haben die 30 Münzen geschafft. So. Das wiederholen. Deswegen ist es da auch noch, sonst wäre es ja eigentlich viel zu einfach, wenn dann, also wenn das einfach nur da so eine Wolke wäre, ne? Also, oh Mann. Mir fehlt es heute echt an der, ja, am Wortschatz. Sagen wir es mal so. Oh Mann. Okay, von hier aus kommen wir auch auf den Baum. Wer hätte es gedacht? Und hier ist noch eins. Und es hätte sowieso gereicht, ich Idiot, ne? Natürlich hätte es gereicht. Das werde ich euch gleich zeigen, weil hier, das wären exakt 30 Münzen. Ja. Oder noch mehr. Deutlich mehr. Egal, jetzt habe ich es einfach mal eingesammelt. Vielleicht brauchen wir auch 50 oder so. 100
Münzen? Okay, okay, okay. Ich sah, hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. So einfach ist es dann doch nicht. 100 Münzen. Woher? Ich meine, hier kommen wir zurück, ne? Kommen wir von... Hier kommen wir doch nicht mehr zurück. Hä? Wo sollen wir bitte... Ich bin so blöd. Ich weiß wo. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die richtige Mission. Oh. Ja, ich weiß, wo es die Münzen gibt. Naja. Also, jetzt interessieren uns doch erstmal die Münzen nicht. Ich wollte das erstmal machen, aber... Gut, helfen wir jetzt lieber erstmal einem Todd, ne? Oder einem Toad oder sonst was. Ich nenne die ja gerne Todds. Dabei heißen sie ja Toads. Oh mein Gott. Oh Gott, hier wurde ich aufgehalten. Aber zum Glück sind die genauso schnell wie ich. Es war auch sehr riskant, dass ich das jetzt gemacht habe. Wo ist der letzte? Wo ist die letzte Stern... Dings, Sternring, Teil da. Zack. Und dann verschwinden sie auch. Dann können wir uns jetzt noch schön die Sternteile einsammeln. Obwohl die total unwichtig sind für uns im Moment, ne? Also, wir brauchen die wirklich nicht. Wir haben schon 9999 von den anderen Spielständen. Die ich natürlich auch alle hätte löschen können. Dadurch hätten wir gar keine... Obwohl, doch, die Bank wäre immer noch voll gewesen, selbst wenn ich die gelöscht hätte. Naja. Ich hätte natürlich das ganze Geld, die ganzen Sternteile mitnehmen können und dann die Spielstände löschen können. Dann wird's anders aussehen. Was mache ich? So, zack. Ja, gut. Gehe ich halt so hoch. Ja, hier ist es noch viel zu einfach mit den Wolken. Hallo? Nicht so viel tänzeln. So. Dann geht's hier lang. Brauchen wir... Brauche ich hier die Wolke? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Oh Gott, das war dumm. Ach, da ist er ja schon wieder. Na dann. Na klar, wenn man hier natürlich bei der Pflanze die Wolke verliert. Also man will es natürlich auch nicht zu unfair gestalten. Oh Mann, das ist so... Das kriegt doch dann jeder hin. Meine Güte. So ein Affe mit Sonnenbrille hat mich zu einem Rennen herausgefordert und dann... Hilf, hilf mir, rette meine Ehre. Ein Captain sollte schon auch wirklich besser in Form sein. Okay. Wir retten dich. Nein! Wow! Okay, das habe ich nicht ganz geschafft. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Hier habe ich auch mal versucht, ohne Wolke hochzukommen. Das geht tatsächlich. Aber ist eine Spielerei, die ich jetzt hier im Let's Play nicht machen will. Oha, ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwartet. Nicht dich. Na, wie dem auch sei. Du scheinst mir ein würdiger Rivale im Gipfelstürmen zu sein. Nimm dieses Wunderabzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also bis dann. Zu tüchtiger Bergsteiger. Du tüchtiger Bergsteiger. Okay. Ich denke die ganze Zeit, es fängt wieder an, so ein Mega-Leck zu geben. Ich halte es nicht mehr aus. Warum? Warum muss es die ganze Zeit so komisch laggen? Hoffentlich ist dadurch nicht die ganze Aufnahme versaut. Das wäre so, naja. So scheiße. So, und wieder eine Kometenmünze. Ich wollte schon wieder Sternmünze sagen. Hilfe. Okay. Und damit geht es da auch weiter zu Bowsers Burg. Beziehungsweise, in dem Fall ist es noch Bowser Junior. Wie ich sehe, hattest du eine Art flauschiges Mitbringsel dabei. Eine Wolkenblume. Alles klar, du trägst... du trägst da einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Okay.
In diesen Raum kommen wir übrigens auch anders, ne? Das will ich euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar, wenn man schafft, hier in diesen Schornstein reinzuspringen, kommt man da raus. Das ist nicht so schwer. Man muss halt nur ein bisschen zielen. Ich stehe jetzt da drauf. Und schubs, sind wir da drin. Ja, so kommt man da halt schneller rein. Meine Güte, dann spart man halt hier diesen Umweg. So, zack. Und Lubber steht jetzt schon wieder hier. Was ist denn los? Okay. Na dann, würde ich sagen, wir machen noch etwas. Und zwar, ja, will ich diesmal die Münzen holen. Das ist mir jetzt wichtig. Ich will diese Münzen haben. Dazu gehen wir nochmal in die alte Mission rein, wie dämlich. Naja, egal. So. Ich mache erstmal hier hinten den Baum. Ich glaube, das würden wir dann sogar einfach so schaffen, ne? Ich habe mir schon gedacht, weil das waren viel zu viele Münzen, die wir da bekommen haben. Durch diese Herausforderung. Nein, Münze, du bleibst da. Okay, hier bekommen wir schon mal 8 Münzen. Das wäre dann mit dem und der Münze nach... Nein! Oh, ich wollte springen, aber hat irgendwie nicht mehr gezählt. Okay, dann die Münzen, dann sind das hier 9. Das ist ja nicht schlimm. So. Ich gehe jetzt erstmal dahinter. Vielleicht reicht das ja dann schon. Hier gibt es leider nur Sternteile. Keine Münzen. Aber hier, was haben wir denn hier? Oh man. Hier gibt es so viele Münzen noch. Und wenn wir es hier gut anstellen, bekommen wir hier, glaube ich, sogar die 100 voll, ne? Das ist auf jeden Fall mal nicht so einfach. Nein! Oh, wir hätten noch so viele bekommen können. Also danach hätte es noch welche gegeben, aber... Da hätte ich nochmal schütteln müssen, ich Idiot. Und dann hätten wir die Wolken gehabt. Also da eigentlich immer ohne Wolken rein. Das war jetzt dumm von mir. So, dann gehen wir hier mal hoch. Wie viele Münzen haben wir denn jetzt? Oh. Nee, reichen tut das noch nicht, oder? Das wird reichen. Und wie das reichen wird. Nicht so pessimistisch sein hier. Also wenn wir das hier jetzt so anstellen wie das letzte Mal, dann kriegen wir das hin, ne? Und wie wir das hinbekommen? Hier. Da haben wir sie schon voll. Kein Problem. Natürlich haben wir die Münzen. Hier, aber sicher. Na komm. Fress dich voll. Aber Platz nicht. Ah, sieht ungesund aus. Verwandlung! Bam! Und dann wird er zu einem neuen Planeten, oh mein Gott. Okay. Und die Ringe sehen auch so komisch rosa aus. Naja. Und mega leck. Naja, egal. Also größer als sonst. Dann gehen wir erstmal hier drauf, dann hier, zack, dann sparen wir nämlich da die Wolke. Ich kann mich erinnern, sowas müssen wir dann später auch nochmal mit Ding Mario machen, mit Sprungfeder Mario. So, das schaffen wir auch. Kommt man eigentlich ganz ohne diese komischen Abstützen hoch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Okay, hier vielleicht. Obwohl, noch nicht mal. Weil hier ist schon wieder die nächste. Oh mein Gott. Das ist so einfach. Auch hier, zack. Aber mit Sprungfeder Mario ist das gar nicht so einfach. Zwar wurden da dann die Wolken durch so normale Platten ersetzt, damit man da überhaupt drauf stehen kann, weil man kann als normaler Mario nicht auf den normalen Wolken stehen. Ist klar, ne? Nur als Wolken-Mario und, nicht Molken-Mario, sondern Wolken-Mario und als Bienen-Mario, den wir auch noch sehen werden. Aber gut,
damit würde ich sagen, beende ich hier auch wieder den Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und bis dann und ciao.